So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading Formats. Die Woche läuft ja weiter bombastisch. Da kann man absolut nicht meckern. Heute wurde besonders Wert auf den Nasdaq 100 gelegt. Gold wurde der Stopp nachgezogen. Da sieht man auch wieder, es wurde ja mittags veröffentlicht, ist exakt an dieser Trendlinie wieder nach unten abgeprallt. Also, ja, wären Gewinnmitnahmen möglich gewesen. Ich habe es noch drin gelassen, den Stopp leicht auf im Gewinn abgesichert. So, des Weiteren war noch Bayer. Schauen wir mal, was die noch bis zum Börsenschluss hingelegt haben. Ja, leichte Minus. Nachbörslich kann der DAX auch zulegen. Und besonders erfreulich, jetzt hier das letzte Setup, ausführlich geschrieben, temporär darf das nach unten fallen, auch direkt nach Börsenöffnung, da verfehlte das Limit wegen 2-3 Punkten, doch dann ging es im weiteren Handelsverlauf tief runter und ab 17 Uhr ist dann der Markt sukzessive angestiegen und auch nach der Zinsentscheidung war steigende Kurse zu beobachten. Ne? Ich schalte jetzt hier nochmal kurz zum richtigen Parketthandel um. Hier ist ja ein Doji-Hammer entstanden. Ne? Also auch eine Umkehrkerze. Hat ja gerade gesehen, nachbörslich ist der Nasdaq nochmal deutlich gestiegen um fast 20 Punkte. Ja, ist 20 Punkte, weil Facebook bombastische Zahlen geliefert hat. Kann über 8-9% zulegen aktuell. Das ist 22,35. Also hier liegt man deutlich im Gewinn. Das Risiko ist zwar noch nicht ganz verdient worden, auch nachbörslich nicht. Das waren hier 45, rund 45 Punkte. Aktuell liegt man ca. 35 Punkte im Plus, aber im Minus waren man maximal 20. Also Teilgewinne werden morgen sicherlich mitgenommen. Dann zu den anderen Setups. Ja, kurz nochmal erwähnt. Ich habe ja gesagt, man muss hier bei den Vorwährungspaaren eng absichern. Was jetzt hier wirklich bemerkenswert ist, ja, hier kommt kein Kurs weiter unten zustande. Hier kommt kein Kurs über dem Kauflimit zustande, über das Kursziel zustande. Hier gab es leicht, aber man sieht auch hier die. Diese Widerstandslinie bleibt noch bestehen. Hier beim Euro-Yen würde ja ein Aufwärtsszenario weiter präferiert, wenn die Marke fällt. Und das sieht man auch hier, geht es drüber. Also alles im Lot und hier liegt man auch deutlich im Plus. Egal wo man hinschaut, ja, gibt es keinen Verlusttrade diese Woche. Also muss wirklich sagen, ey, das ist natürlich sehr erfreulich. Hier läuft ja kein wirklicher Trade. Hier wurde eben abgewartet, dass die Goldminenwerte nach unten gehen. Ein paar sind, das kann man jetzt nicht sagen, Abwärtsbewegung, Konsolidierungsphase. Ein paar wie jetzt hier, Goldkorb, legt nochmal zu. Alles ist eine Frage der Zeit. Und was auch sehr gut ist, ist jetzt hier der DAX. Kann weiter in der ersten Korrekturzone verweilen und hier womöglich dann auch morgen weiter ansteigen. Hier nochmal ein Blick. Ja, das war mal, habe ich jetzt zufällig noch geöffnet. Ja, auch hier wurde ja schon, ja, wann war das? Am 8. April etwa eine Korrekturzone angezeigt. Und ja, man sieht, hier ist wirklich der Index dann gefangen gewesen und prallte hier ab. Das war's. Danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.